Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live, jetzt mit einem spannenden neuen Duell, das wir in der Konstellation so bisher noch nicht hatten. Bei mir zu Gast im Studio ist der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Hallo. Grüß Gott. Und Physiker und Chef des Planetariums, Professor Werner Gruber. Schönen guten Abend. Schönen Dank. Herr Gruber, ich würde gerne mit Ihnen starten, und zwar mit der ganzen aktuellen Diskussion um Omikron, die neue Variante, Corona-Variante, wo ja viele sagen, das wird sehr, sehr unangenehm werden, weil die Infektionszahlen so hoch sind. Dem dagegen, um vielleicht auch das eine oder andere Argument schon vorwegzunehmen, gibt es andere, die dann sagen, ja, aber es ist weniger schwer in den Verläufen, zumindest nach den Daten, die man aus Südafrika hat. Sie sind Wissenschaftler, befassen sich natürlich auch mit der Thematik sehr, obwohl Sie Physiker sind eigentlich, muss man auch dazu sagen. Obwohl ich Physiker bin, weil ich Physiker bin. Wie sehen Sie denn das Ganze? Ich habe vor 20 Jahren in der Arbeitsgruppe komplexe dynamische Systeme an der Fakultät für Physik tatsächlich nicht Pandemien, aber Epidemien berechnet. Also du hast das ein bisschen vertraut. Nein, wir können zu Omikron, das Einzige, was wir im Moment relativ gut wissenschaftlich abgesichert sagen können, dass eine dritte Impfung zwischen 70% und 75% vor einer Ansteckung, weiteren Infektion und so weiter schützt. Die restlichen 25% bis 30% sind vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Das ist das, was man jetzt aufgrund der aktuellen Labordaten sehr gut abschätzen kann. Was wir im Moment nicht wissen, und wir haben zwar die Daten aus Südafrika, die sind aber hier für Mitteleuropa nicht übertragbar, denn tatsächlich ist es so, dass wir dort wenig 65-Jährige haben, die erkranken, aus dem einfachen Grund, weil es dort wenig 65-Jährige gibt. Wir haben dort weniger Personen mit Übergewicht, wir haben dort wenig Personen mit Diabetes. Das heißt, mir fehlen die ganzen vulnerablen Gruppen, Bumperte, so wie mich, wo man sagt, Vorsicht, wir wissen nicht, wie sich das auswirkt. Das werden wir realistisch, wie sich das dann auch, wir haben noch keine Ahnung. Und das ist eine ganz wichtige Kennzahl. Wird es eher leichte Verläufe geben, wird es schwierige Verläufe geben, und wie lange ist die Spitalsaufenthaltsdauer? Wir haben zum Beispiel von der Wildvariante und der britischen Variante Alpha auf Delta haben wir eine zumindest um 2/3 längere Intensivstationsliegedauer. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, wenn ich abschätzen muss, wie lange sind die Leute auf der Intensivstation. Das wissen wir nicht. Wir werden ungefähr, ich sage einmal, bis zwischen Weihnachten und Silvester werden wir schon bedeutend mehr Omikron-Fälle haben, und ich rechne, dass wir Anfang Jänner, Mitte Jänner dann diese Zahlen relativ valide auf unsere Bevölkerungsgruppe hier in Österreich und Zentraleuropa. England ist im Moment ein bisschen das Testlabor, bei denen fahren die Zahlen schon entsprechend hoch, und wir werden sicher nicht verbessern durch Tirol Skifahren, nichts gegen Skifahren, aber ich sage einmal Touristen, die aus dem Ausland kommen. Wie viel Sorge bereitet Ihnen denn diese neue Omikron-Variante? Generell bereitet mir die Entwicklung Sorge, denn wir wissen alles und wir wissen doch nichts. Das ist der Eindruck, den man bekommt, denn ich meine, wir haben jetzt seit dem Jahr 2020 mit der Entwicklung der ersten Variante und des ersten Lockdowns und dann weiterer Varianten, die entstanden sind, und auch dem Beginn einer Impfung vieles gehört und vieles Kluges gehört, und vieles ist auch wieder kritisch dann hinterfragt worden und dann auch korrigiert worden. Man muss immer wieder daran erinnern, auch in der Wissenschaft und ja, auch bei Medizinern, auch bei Ärzten, auch bei Virologen gibt es unterschiedliche Meinungen. Und es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt offenbar doch eine Differenzierung zu treffen. Und wir wissen es bei Omikron gar nicht. Ja, Südafrika war ja sehr verärgert und auch verwundert, als diese Variante international als die große gefährliche neue Variante aus Südafrika dargestellt worden ist und dort die Politik eigentlich die Stufe 1 hatte, nämlich die geringste Warnstufe, weil dort sozusagen dieses Virus offensichtlich nicht irgendeinen negativen und nachhaltigen negativen Eindruck hinterlassen hat. Und das hat auch zu einer gewissen Verärgerung geführt. Wir wissen, dass es unterschiedlichste Betrachtungsweisen gab mit Beginn der Impfung und der möglichen unterschiedlichen Impfvarianten, dass man zuerst gesagt hat, das schützt vor Ansteckung, das schützt davor, dass man andere anstecken kann. Da haben viele aus dieser Verantwortung heraus, andere zu schützen, sich auch impfen lassen. Um dann die Korrektur erleben zu müssen, dass leider doch viele sich anstecken konnten und andere angesteckt haben. Und jetzt sind wir bei einem wesentlichen Argument, das ist sozusagen der Schutz vor einem
Virus selbst, wenn man sich impfen lässt. Und das ist, glaube ich, das nachhaltigste Argument, das bis dato auch jetzt nicht entkräftet worden ist. Und ich sage, da muss man ernsthaft auch wirklich sozusagen diese Studien prüfen. Und da sehe ich es ähnlich wie die Ärzte. Ich sage, wie kritische Ärzte, die sich jetzt an den Ärztekammerpräsidenten auch gewarnt haben, über 200 in Österreich, die durchaus hier kritisch dem staatlichen Impfzwang oder der Impfpflicht gegenüberstehen, weil sie sagen, es braucht die individuelle ärztliche Betreuung des jeweiligen Patienten. Was hat der für eine Vorgeschichte, was hat er für Vorerkrankungen? Und das muss man alles bewerten, wenn man eine Entscheidung trifft für oder gegen eine Impfung. Und deshalb, glaube ich, ist es trotzdem wichtig zu differenzieren und ja, nicht sich da oder dort einzubetonieren. So gesehen bin ich auch dankbar dem Herrn Professor Gruber. Er ist ein Wissenschaftler und er wird natürlich vieles mit Zahlen und wissenschaftlich ganz anders auch bewerten. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, auch die andere Variante der menschlichen Beurteilung, der Bürgerbeurteilung, der Entwicklung sozusagen der Eigenentscheidung und der Freiheit der Bürger auch wesentlich in die Diskussion einzuwerfen. So, ich glaube, dem Herrn Professor brennt schon einiges auf der Zunge. Nein, alles entspannt. Das wirkliche Problem, was wir jetzt diskutieren, und es ist leider schon zu spät und das kann man nicht... werden wir nie wieder die Büchse der Pandora schließen können. Die Regierung hat einen entscheidenden Fehler gemacht, im Lockdown 1 herzugehen und einen sogenannten Wissenschaftskommunikator zu installieren, der die Fakten präsentiert. Wir haben das große Problem, dass in einer Pandemie, wen brauche ich jetzt alle? Ich brauche zum Beispiel, es klingt deppert, aber als erstes würde ich einmal einen Veterinärmediziner fragen. Warum ein Veterinär? Aus einem einfachen Grund, die haben 10 bis 20 Mal mehr Tierseuchen, wie sich die ausbreiten, und auch wir als Menschen fallen genau in dieselbe Kategorie. Als nächstes brauche ich einen Mikrobiologen, der weiß, was macht der Virus im Inneren der Zelle. Dann brauche ich einen Pharmakologen, der mir dann sagt, welche Möglichkeiten habe ich. Dann brauche ich einen Modellierer, das ist das, wo ich ein bisschen herkomme. Und dann brauche ich ganz zum Schluss habe ich den Humanmediziner, der dann am Krankenbett steht und sagt, so, was machen wir? Und dann habe ich nur einen Intensivmediziner, der dann nur einmal ganz anders denkt. Das heißt, wenn ich jetzt all diese Fachleute frage, sagen die alle dasselbe, allerdings mit unterschiedlichen Worten, und das kann wahnsinnig verwirrend sein, wenn ich jetzt einen habe, der das klar sagt. Und jetzt ganz konkret zu dem, ja, wir können, und das ist auch nachgewiesen, dafür gibt es, wenn ein Impfstoff auf den Markt kommt, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 1, checke mal, bringt der Impfstoff überhaupt jemand um? Da wird eine kleine Personengruppe, die extrem fit sind, die würden das überleben, wenn da leichte Probleme sind. Dann geht es in die Phase 2, wo ich einfach einmal durchprobiere, gibt es irgendwelche Beschädigungen des menschlichen Körpers, da sind dann schon erweiterte Personengruppen dabei, Diabetiker. Und die Phase 3, das ist das, wo man sagt, okay, der Impfstoff schadet einmal niemandem mehr, das wissen wir dann schon. Die Phase 3 dient festzustellen der Wirksamkeit. Und diese Wirksamkeit des ursprünglichen Impfstoffs oder des aktuellen Impfstoffs wurde damals angegeben mit 95%. Und diese 95% stimmen auch heute noch. 95%, dass ich nicht angesteckt werden kann, dass ich nicht weitergeben kann und. Und die restlichen 5% gegen einen schweren Verlauf. Jetzt kommt aber was Gemeines und das ist damals in der Wissenschaftskommunikation übersehen worden und da muss ich mich selber auch in die Kritik nehmen. Wir haben vergessen zu sagen, das gilt für die Alpha-Variante. Wir haben nicht dazu gesagt, das gilt für, wir haben alle gesagt, ja, bei dem Virus, ne, weil es damals nur ein Alpha gegeben hat. Wir haben nicht gesagt, Freunde, das könnte sein, wenn ein neuer Virus kommt. Wir haben die 95% galten für 2 Stiche, das hat man damals schon gewusst. Und dann kam Delta und bei Delta brauche ich 3 Stiche, um die 95% zu erzielen. Und bei Omikron fahre ich mit 3 Stichen auch wieder runter auf zwischen 70% und 75%. Und das ist einfach ein schwerer Fehler. Die 70% bis 75%, die können es nicht weitergeben, die können nicht krank werden. Dieser Spruch, muss man ein bisschen vorsichtig sein, die Pandemie erledigt, nein, ist nicht, weil man ist ja solidarisch. Das sind die wirklichen Zahlen und Fakten. Wir sind tatsächlich, und da ist halt leider auch in der Wissenschaftskommunikation eins passiert, dass dann eine Kollegin wurde gefragt, sehr berühmte, bekannte Virologin, ja, bin ich geschützt gegen die Weitergabe, dass ich es selber weitergeben kann. Und die Kollegin hat eins gesagt, was wissenschaftlich richtig ist zu einem damaligen Zeitpunkt, ich habe noch keine Studien vorliegen, ich weiß es nicht. Nur, wenn sie dazu gesagt hätte, bei 99,9% aller Impfstoffe ist das eh so, dann schaut es halt anders aus. Vielleicht auch damit eine Frage abschließend, weil wenn ich schon jemanden als Physiker da habe, ist es auch gut, Fragen zu stellen. Und, ja, okay. Ich fange aber an mit den Nebenwirkungen, weil
das ist ein Thema, das natürlich viele beunruhigt. Ja? Und ich sage auch ganz offen mich. Ja? Sie bleiben bei Ihrer Meinung, dass Sie sich nicht impfen lassen oder sind Sie mittlerweile... Ich setze mich mit dem Thema weiter auseinander. Ja. Ich habe mich bis dato noch nicht für eine Impfung entschieden. Ich habe immer gesagt, ich warte auf den Tod wie ein Impfstoff. Ja. Es ist gut, dass man redet. Der wird ja leider nicht genehmigt. Ich höre, es gibt sogar schon Medikamente, die auch noch nicht genehmigt sind. Also es wäre gescheit, wenn man da endlich auch in eine Genehmigungsphase ginge. Aber Nebenwirkungen. Also ich bin da trotzdem sehr, sehr skeptisch und vorsichtig. Warum? Weil ich doch in meinem eigenen Umfeld, aber auch dem Umfeld darüber hinaus, und das ist nicht so groß in der Zwischenzeit, ja, weil ich nicht so viel unterwegs bin, ja, doch immer wieder auch anderes höre und zumindest, ich sage, im Raum steht, das könnte damit zusammenhängen. Ich habe viele Bekannte in meinem Bekanntenkreis, die sich für die Impfung auch ausgesprochen haben, auch mit Überzeugung sich impfen haben lassen. Ja, und teilweise vor der Impfung, ich sage jetzt bewusst, mit Moderna eine Blutuntersuchung machen haben lassen, sich zweimal impfen haben lassen, danach dann ein Gefühl gehabt haben, als hätten sie Long-Covid, ja, dann eine Blutuntersuchung machen haben lassen und feststellen mussten, dass die Entzündungswerte, die CR-Werte, die vorher vor der Impfung bei 19 lagen und das auch nicht überschreiten sollten, dann wesentlich höher, nämlich bei über 80 lagen. Und das beschäftigt auch die Betroffenen. Ja? Und ich sage jetzt nur ein Beispiel, ich werde jetzt bewusst noch ein paar ergänzend anfügen, weil da oder dort natürlich auch Personen in meinem Umfeld, die halt Herzprobleme hatten oder Thromboseprobleme hatten, dann Probleme und Nebenwirkungen verspürt haben. Ja? Ich möchte jetzt gar nicht so weit gehen, dass es auch einen Todesfall gab, ja, in meinem Umfeld von einem jungen Mädchen, das zwei Tage nach einer Impfung an einem Gehirnaneurysma verstorben ist und natürlich die Familie darüber nachdenkt. Aber nicht in dem Zusammenhang. Dass die Ärzte sagen, nein, und das darf man auch nicht behaupten, denn sonst stehen ja Klagen im Raum, aber die hat keine Vorerkrankungen gehabt. Und man wundert sich, wieso nach einer dritten Impfung in dem Fall, das zwei Tage später passiert ist. Und ich höre immer wieder auch deshalb werden die Zahlen so interessant, von den plötzlich und unerwartet jüngeren Verstorbenen zwischen 40 und 60 an Herzinfarkten, an Schlaganfällen etc. Ja, auch topfitte Menschen wie Sportler. Und das ist schon etwas, wo ich sage, man muss, glaube ich, dort auch wirklich ehrlicher vielleicht in einer Untersuchung umgehen, dass es vielleicht doch da oder dort Nebenwirkungen geben könnte. Und dann muss man die Abwägung treffen. Ja? Wenn dort weniger Nebenwirkungen sind, beziehungsweise auch hoffentlich deutlich weniger Todesfälle, die vielleicht im Zusammenhang einer Impfung stehen, dann kriegt man auch ein sichereres Gefühl. Ich glaube, das ist das, wo viele eine Unsicherheit haben. Und auch ich noch, muss ich ehrlich zugeben. Deshalb sage ich, man soll sich immer weiterentwickeln, auch weiterbilden und vielleicht auch überzeugen lassen. Noch bin ich nicht überzeugt. So, vielleicht kann sich ja der Herr Professor Gruber überzeugen. Jetzt hat der Herr Strache eine Sache hier in die Arena geworfen, die ja sehr oft kommt von Impfskeptikern oder Impfkritikern, nämlich, wenn es einen Totimpfstoff gibt, würde ich mich sofort impfen lassen. Wenn, solange es diese mRNA- oder Vektorimpfungen gibt, bin ich skeptisch. Sie als Wissenschaftler, können Sie den Herrn Strache vielleicht überzeugen? Wo ist der Unterschied? Es klingt jetzt deppert. Der Hauptunterschied ist der, es geht um das Spike-Protein. Das sind die beiden drinnen, ne? Und das sind beide dieselben. Und jetzt ist nur der Schmäh beim mRNA, dass ich den vom eigenen Körper im endoplasmatischen Retikulum herstellen lasse. Es ist dasselbe. Aber jetzt zu etwas, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Es klingt blöd, ich weiß, ich habe zwar Übergewicht, aber ich bin tatsächlich topfit. Haben Sie gewusst, ich hatte einen 20-minütigen Herzstillstand. Das ist, vor ein paar Jahren durch die Medien gegangen. Und dann erkundigst du dir so, wie schaut denn das aus? Von 5000 Personen hat jemand einen spontanen Herzstillstand, ohne dass es äußere Ursachen gibt. Ich weiß bis heute nicht, was die Ursachen dafür waren. 5000 Leute ist jetzt nicht so viel. Und wenn jetzt dann einer zwei Tage vorher impfen geht, dann, ja, boah, der ist aus dem Nichts. Ich kenne einen Fall, der ist schon 5 Jahre her, da war sicher auch keine Impfgeschichte, von einer sehr lieben Freundin, der Sohn, Matura gemacht, nächsten Tag, als 18-jähriger fitter Bub, Hirnaneurysma auf die Sekunde tot gewesen. Das haben wir. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Und das schaut man sich auch sehr, sehr genau an, weil es könnte ja wirklich Ursachen geben. Das ist dann übrigens die Phase 4, wo man hergeht und sagt so, und jetzt schauen wir uns jeden einzelnen Fall an. Und vielleicht dazu, und da muss man höllisch aufpassen. Die menschliche Psyche ist ein Hund, was wir übrigens im Kotter in der Pandemie besonders sehen. Wir haben Folgendes, wenn ich weiß, dass es die und die Reaktionen gibt, reagiert mein Körper schon ganz anders. Wir haben interessanterweise, und wir haben dieser Placebo-Effekt, wir haben nämlich auch den Nocebo-Effekt, wenn ich mir durchlese, was das Medikament oder Impfstoff alles an Nebenwirkungen kann, wir haben in Österreich
tolle Statistik. 10-mal so viele Impfreaktionen als in der restlichen EU-Welt, weil wir sind tatsächlich eines der wenigen Länder, wo wir keine Impfpflicht gegen Masern haben. Wir haben in Österreich, das heißt, praktisch jedes EU-Land hat gegen Masern oder gegen andere Dinge eine Impfpflicht. Und Österreich hat es nie gehabt, also nur gegen Pocken und das war's. Wir haben 10-mal so viel, weil wir ganz eine andere Sensibilität und so weiter haben. Was ich jetzt nur mitgeben kann, das sind 2-3 Dinge. Das Erste, es wird immer über die sogenannte Langzeitwirkung gesprochen, wo man sagt, ja, boah, das kann ja in 2, 3, 4 Jahren irgendwas passieren, dass man das dritte Auge oder was wächst. Nein, das können wir beim Impfstoff 100% ausschließen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Wann habe ich Langzeitwirkungen? Langzeitwirkungen habe ich dann, wenn ich eine Substanz lange im Körper habe. Deswegen brauchen auch zum Beispiel die Medikamente viel länger in der Untersuchungsphase, weil da kann sich was im Fettgewebe anlagern. Deswegen sind auch die fettlöslichen Vitamine so gefährlich. Die lagern sich an, du nimmst 2 Kilo ab, dann lösen sie sich ab, bumm, und du bist echt tot. Die zweite Geschichte ist auch ein schönes Beispiel, was Langzeitwirkung bedeutet. Du arbeitest 2 Tage in einem asbestverseuchten Raum, hast das Asbest eingeatmet, das bohrt sich in die Lunge und nach 20 Jahren COPD, Lungenkrebs und so weiter. Das heißt, ich habe eine Substanz, die lange im Körper ist oder lange wirkt. Der Impfstoff, und das ist das Lässige, der Impfstoff ist dafür da, dass er im Körper zerstört wird. Da habe ich eine Proteinhülle, das Immunsystem kommt her und nach 14 Tagen ist von der Proteinhülle nichts mehr da. Das ist zerstört. Und an dem Zerstörungsprozess sagt sich das Immunsystem, ich habe die zerstört, ich merke mir in Zukunft, wie ich diese Zerstörungsprozedere mache. Dadurch hat das Immunsystem gelernt zu sagen, okay, du darfst nie wieder, sowas darf nie wieder in den Körper rein. Ich habe messbar noch... Herr Gruber, wenn Sie jetzt schon im Studio sind, würde ich gerne dieses Argument, das von vielen Impfskeptikern und auch von Herrn Strache, glaube ich, immer wieder kommt, diese Sorge vor mRNA-Impfstoffen, die Ihnen ja auch, glaube ich, persönlich Sorge macht, weil Sie sagen, mit einem mRNA-Impfstoff haben Sie kein gutes Gefühl. Jetzt muss ich sagen, ich habe doppelte Impfung mRNA, keine Probleme gehabt, Sie, glaube ich, auch, oder? Auch keine Probleme gehabt. Ich habe mRNA. Aber vielleicht... AstraZeneca ist Rektor, genau. Aber vielleicht können Sie dem Herrn Strache und auch vielen impfskeptischen oder dem einen oder anderen impfskeptischen Zuschauer vielleicht diese Sorge einmal nehmen, ja, oder gern, vor einem mRNA-Impfstoff. Erlauben Sie mir nur einen Satz über das Thema der Wirkungen, was tatsächlich ein Impfstoff, das man ein Verhältnis hat. Wir haben heute bei einer Impfung, jetzt egal welchen Impfstoff, eine Größenordnung von 1 zu 150.000 auf eine Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen, männlichen Jugendlichen, und 1 zu 150 bis 1 zu 300.000 auf eine Hirnvenenthrombose. Beide Dinge sind behandelbar und die treten binnen 1-2 Wochen nach der Impfung auf. Das heißt, es ist behandelbar. Und 1 zu 300.000, das musst du mal ausrechnen, das sind nicht für... Also Pech für den, den es trifft. Nur deswegen werden ja auch die Personen aufgeklärt und zu sagen, bitte, wenn ihr Kopf habt, geht zum Arzt und dann nicht sagen, ja, ich habe mich verlegt. So, jetzt zum mRNA-Impfstoff. Dieser mRNA-Impfstoff macht vielleicht eins. Wir haben eine Zelle. In dieser Zelle ist ein toller Biochemischer, da kann die Chemie Linz noch was lernen, ein ganz toller Prozess, wo eigentlich chemische Substanzen hergestellt werden. Nach welchem Bauplan werden die hergestellt? Was in der DNA drin ist? Da die DNA so höllisch wichtig ist, ist die noch einmal in der Zelle separat abgekapselt, dass da ja nichts rein kann, um die DNA zu verändern. Das Einzige, was da reinkommt, ist zum Beispiel radioaktive Strahlung. Deswegen hat es auch tatsächlich, führt es dann zu Krebsveränderungen. So, und in dieser Zelle, um diese Proteine um diesen Übergang von der DNA-Information in diesen Produktionsapparat reinzubringen, dafür habe ich die mRNA, die Messenger, da ist eine Message dahinter, die schaut sich mit sehr gezielten, großen Tricks die DNA teilweise an, ohne, berührt sich gerade noch, kommt da so ein kleines Stickerl raus, DNA zieht sich zurück und diese Messenger-RNA gelangt in das sogenannte endoplasmatische Retikulum. Habe ich gelernt bei der Matura, jetzt weiß ich wofür. Und dieses endoplasmatische Retikulum, sobald dort die mRNA auftaucht, baute genau diese Proteine, die da gebaut sind. So, was ist eine Virushülle? Nämlich nicht das Gefährliche, sondern nur die Hülle. Das ist ein Protein. Und der Schmäh ist jetzt der, dass dieser Impfstoff, der hohe Trick war der, bring ihn den in eine Zelle hinein. Und diese mRNA wandert ganz automatisch zu dem endoplasmatischen Retikulum. Das berührt nicht einmal die DNA. Und jetzt ganz ehrlich, stellen wir uns den Umkehrschluss vor. Wenn wir in der Lage wären, die DNA zu reprogrammieren,
zu verändern. Wisst ihr, was wir alles lösen könnten? Wir hätten keine einzige Autoimmunerkrankung, wir hätten keine Krebserkrankung und. Das ist ja der Hintergrund sozusagen der Forschung bei der mRNA-Impfung eigentlich. Dorthin wollte Krebs auch heilen zu können auf Dauer. Nein, eben nicht. Das ist nur bei DNA und RNA. Ja, es gibt tatsächlich Ideen, dass man sagt, eine DNA-Veränderung. Es gibt tatsächlich eine Leukämie-Variante, bei der man das macht. Da werden alle Blutzellen soweit zerstört und dann neue Zellen angezüchtet. Aber wir sind nicht in der Lage, eine DNA so zu manipulieren. Was wir machen können, ist zum Beispiel in einem Bakterium. Wenn Sie heute, essen Sie Erdbeerjoghurt? Ja, gern. Gut. Sie haben eine über 50, also in Europa ist es 90%, in Österreich nur 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieses Erdbeeraroma, ist jetzt ein bisschen unappetitlich, von einem ein Ausscheidungsorgan eines Bakteriums ist, weil das ist manipuliert, das frisst CO2 und Zucker und scheidet Erdbeeraroma aus. Das ist genmanipuliert. Aber das ist Hightech und das kann der Impfstoff leider nicht, weil das war nicht unpraktisch, dass du sagst, du hast die ganze Zeit Erdbeeraroma drauf. Nein, die DNA, das berührt es nicht einmal. Und wir haben jetzt ungefähr Forschung, 60 Jahre. Ja, man arbeitet daran, wie kann ich die DNA verändern? Aber das ist höllisch schwierig und wir haben es bis heute noch nicht geschafft. Also, Impfstoff kann nicht die DNA verändern. Konnte Herr Gruber Sie überzeugen? Na, also es ist spannend, ja, und natürlich ist auch wissenschaftlich gut vorgetragen. Ja. Und ja, natürlich, es geht ja darum, sich damit auch kritisch... Warum schon jetzt nur die Ängste? Naja. Seien wir ehrlich. Nein, ganz offen. Ganz offen, ja. Dass es natürlich Wissenschaftler gibt, die durchaus andere Meinungen auch haben. Vorsicht. Diese 200 Ärzte, ich habe mir das heute angeschaut. Ja. Da sind Zahnärzte dabei. Nichts gegen Zahnärzte. Ich bin heilfroh, wenn ich eine Wurzelbehandlung brauche und das ist schmerzfrei. Nur, und jetzt ist der wissenschaftliche Prozess. Wir schauen uns in der Wissenschaft wirklich jeden Blödsinn an. Und ich nehme jetzt ganz was anderes, was aber jeder kennt. Wie der Albert Einstein 1915 die allgemeine Relativitätstheorie präsentiert hat, Einstein war damals schon bekannt, sind einige hingegangen und sagen, du Albert, du bist wirklich ein toller Physiker, aber da bist du gegen einen Tierstock rennt. Also wirklich, da war die ganze Science-Community gesagt, Schwachsinn. 1915 haben wir den Ersten Weltkrieg gehabt, Einstein galt als Deutscher. In England, dem Kriegsgegner, haben sie gesagt, das ist sicher ein Blödsinn. Aber wir organisieren eine Expedition zu einer Sonnenfinsternis, wo wir dann sagen können, ob Einstein richtig oder falsch liegt. 1919 konnte gezeigt werden, Albert Einstein ist richtig. Und das war so ein Zeitpunkt, wo wirklich alle gesagt haben, Einstein, nein, heute ist das ein Standardlehrsatz. Wir schauen uns jeden Blödsinn. Wir haben uns Homöopathie angeschaut, ob das wirkt. Es ist nichts rausgekommen. Es hat eine große EU-Studie gegeben, EU-Projekt 1992. Betreiben wir ein Spital gleichzeitig mit Ärzten und Homöopathen, also homöopathischen Ärzten. Und das war angelegt auf 5 Jahre. Nach 2 Jahren wurde es abgebrochen, weil man gesehen hat, das funktioniert nicht. Wir schauen uns das an. Und genauso schaut man sich auch an, bitte, wir dürfen eins nicht vergessen, natürlich ist der Pharmaindustrie dahinter, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber jetzt ein schönes Beispiel, dieses berühmte Entwurmungsmittel, was übrigens auch in Grätze hilft, wo selber der Hersteller sagt, nein, das ist dafür nicht geeignet. Wenn heute ein Wissenschaftler etwas veröffentlicht, eine neue Erkenntnis hat, oder zum Beispiel sagt, hey Freunde, das mit Impfen ist auch eine neue Erkenntnis, da ist auch viel Blödsinn dahinter, dann gibt es einen sehr guten wissenschaftlichen Prozess, das wissen wir seit 200 Jahren. Wenn ich heute eine Arbeit einreiche, schauen Sie das zwei, drei Kollegen an und schauen wir genau auf die Finger. Ich muss ein bisschen auf die Redezeit achten, sonst kommt der Stachel gar nicht. Da kommt das immer wieder den Faden, was ich sagen wollte. Also auf die zwei Zahnärzte oder drei, die dort dabei sind, bei den 200 möchte ich es nicht reduziert wissen, da sind schon auch andere Mediziner dabei. Warum veröffentlichen das nicht? Warum wird es nicht veröffentlicht? Nein, also die Schrift ist ja veröffentlicht worden. Nein, entschuldigen Sie, das ist sehr schön. Das ist jetzt ganz ehrlich, wenn wir zwei uns zusammensetzen und wir schreiben was zusammen, ist das eine schöne Meinung? Dem ästlich-ethischen Standard entspricht deren Meinung nicht. Ja, und das bringen Sie zum Ausdruck, dass es die individuelle ärztliche Behandlung gibt. Das zählt wissenschaftlich genau gar nichts. Es wird in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und das hat gute Gründe. Weil irgendwas zusammenschreiben kennen schnell 200 Leute. Es geht darum, dass es dann noch überprüft wird. Also, da gibt es ein eigenes Prozedere, das schauen sich Kollegen an, ob das auch sauber ist. Da gibt es Rohdaten und, und. Das ist ein Prozess und vor allem das Schöne ist das,
Da muss ich nicht einmal Mediziner sein. Herr Strache, wenn Sie jetzt eine neue wissenschaftliche Erkenntnis hätten, können Sie dorthin schreiben. Da steht sogar eine Anleitung, wie man das abschickt. Das bemängeln ja Ärzte. Das heißt, Ärzte und auch Pflegekräfte bemängeln, dass sie auf den Intensivstationen gewisse Sachen entwickeln, die sie so nicht in den Studien oder in den veröffentlichten Daten zum Teil wiederfinden. Das ist ja die Kritik. Warum veröffentlichen Sie es nicht? Na, deshalb wenden sich ja manche an die Öffentlichkeit. Nein, Vorsicht. Die werden dann gekündigt. Vorsicht. Die werden ja dann gekündigt. Aber ich möchte nur ein paar Gedanken vielleicht sagen. Ja, bitte schreiben Sie es auf. Dass Ja, klar, als Professor ist keine Frage. Da gibt es also Lehrbedarf, ja, und Vermittlungsbedarf. Ja. Und das ist auch hochspannend, was Sie sagen. Was ich nur sagen möchte, es sind ja, ich sage auch international, das sind ja nicht lauter Schwurbler wie ein Professor Ioannidis und andere Persönlichkeiten, ja, die damals zu Recht auch gewarnt haben, ja, dass bei so einer Pandemie es durchaus kritisch zu bewerten ist und sie gewarnt haben vor einer globalen Durchimpfung, weil sie damals gesagt haben, das kann und wird zu weiteren Mutationen führen, weil natürlich der Wirt möchte ja weiterleben, der Wirt möchte ja sozusagen existieren und dann dadurch kommt es ja offensichtlich auch zu Mutationen, die dann vielleicht sogar in Folge gefährlicher waren, ja, hoffentlich die Omikron-Variante nicht und eine harmlosere, aber leicht ansteckbarere, ja, wäre ja durchaus auch positiv, weil dann stecken wir uns an und haben einen leichten Verlauf und sind auch mit einer Immunität ausgestattet, aber da sehen eben die Wissenschaftler unterschiedliche Zugänge zu dem Problem und wie man damit umgeht. Und natürlich gibt es da eben nicht die eine Wahrheit. Es gibt viele Wissenschaftler, die es so sehen wie der Professor Gruber, aber es gibt auch andere, mag die Minderheit sein, keine Frage, aber auch Persönlichkeiten wie ein Dr. Wodak, der auch, ich sage zumindest in Deutschland, ursprünglich aus der Sozialdemokratie kam und damals bei der Schweinegrippe... Wissenschaft darf nein, niemals genau, was mit Politik zu tun. Deshalb spreche ich ja den Wodak ausdrücklich an als Sozialdemokraten, der damals vor der Schweinegrippe und diesen Entwicklungen nicht nur gewarnt hat, sondern auch Recht behalten hat. Ne? Und der natürlich auch in der Debatte einer der Kritiker ist. Ja? Und natürlich leider auch parteipolitisch dann unter Druck gesetzt worden ist. Ja? Leider, weil das sollte dort nicht der Fall sein. Ja? Das sollte keine Glaubensfrage sein, keine parteipolitische Frage. Und das wird oft hat man den Eindruck, darauf wird es heruntergebrochen. Ne? Abseits der Wissenschaft jetzt, ne? Was schlecht ist. Ja? Meine Herren, ist eine hochspannende Diskussion. Ich muss trotzdem eine kurze Werbepause machen, weil erstens müssen wir Geld verdienen und zweitens, also wir als Sender, Und zweitens kommen wir dann gleich noch einmal zurück, denn es gibt auch noch ein weiteres Thema, über das ich gerne mit den beiden Herren sprechen würde, und zwar den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer. Wie fällt da die erste Bilanz oder die erste Kritik vielleicht auch aus? Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live. Ja, willkommen zurück zu einer spannenden Diskussion. Heinz-Christian Strache und Werner Gruber sind zu Gast. Erste Runde ging um Corona, insbesondere die Impfung. Jetzt wechseln wir auf das innenpolitische Parkett. Und zwar genau gesagt zum neuen Bundeskanzler Karl Nehammer. Respektive würde ich den zweiten Teil mit Ihnen starten, Herr Strache. Es gab ja einen Interview-Marathon, den Karl Nehammer da gegeben hat. Da haben Sie sich ja sogar quasi ein gutes Beispiel nehmen können. Also ich glaube, so viele Interviews haben Sie zum Start Ihrer Regierungszeit auch nicht gegeben wie der. Der war ja wirklich überall. Wie sind denn Ihrer Meinung nach die Interviews angekommen? Wie haben Sie so aufgefasst? Und wie sehen Sie diesen neuen Stil, unter Anführungszeichen, des Karl Nehammer, der sich ja anscheinend ganz bewusst von Sebastian Kurz abgrenzt? Also ich muss ganz ehrlich sein. Ich habe kein einziges Interview mit Nehammer gesehen, ja, weil ich andere Prioritäten zurzeit habe. Muss ich daher auch ganz ehrlich beantworten. Karl Nehammer als Mensch oder als Person vielleicht beleuchtet. Aber Sie ja. kennen ihn, ja. Ich kenne ja, ihn. Zusammenarbeit, er war damals Generalsekretär, ja, als Sie in der Regierung waren. Ich kenne auch seine unglaublich liebenswürdige Mutter. Ja, und ja, ich kenne ihn seine Eltern sind Ihre Nachbarn, oder? In der Nähe, ja. Und wir treffen uns immer wieder beim Hundespaziergang, ja, und plaudern nicht. Und ich kannte sie auch interessanterweise lange vor, bevor ich ihren Sohn kennengelernt habe, weil sie nämlich damals für die Blumenbinder als Präsidentin unterwegs war und jedes Jahr die Blumen überbracht hat. Und das war eine unglaublich liebenswürdige Situation, als ich dann draufgekommen bin, sie ist die Mutter von Karl Nehammer. Ne? Und ich habe ihn kennengelernt in meiner Zeit der Regierungsverantwortung, wo er Generalsekretär war.
und habe ihn eigentlich immer als einen sehr korrekten Menschen erfahren und erlebt. Ja. Und natürlich ist es in der Situation nicht leicht, in so eine Rolle wachsen zu müssen. Ich glaube, dass er das in der schwierigen Situation ganz gut bewerkstelligt hat, die ersten Tage. Das ist ja noch lange nicht vorbei, das beginnt ja erst. Ne. Und natürlich ist da jetzt ein Umbruch spürbar in der ÖVP, nämlich von Türkis wieder hin zur ursprünglichen, sage ich jetzt einmal, ÖVP, die sicherlich über die Landeshauptleute, auch Niederösterreich und der Hanni Mikl-Leitner und anderen stärker gesteuert werden wird. Und da passt natürlich der Nehammer auch gut hinein, der aus diesem niederösterreichischen Biotop kommt und daher auch erklärbar, dass er sehr rasch den Vorgänger auch überwunden hat. Jetzt sagt der Herr Strahl, die Vorgänger, mehrere. Ja, genau. Jetzt hat der Herr Strahl gesagt, er hat sich die Interviews gar nicht angeschaut oder gar nicht gelesen. Haben Sie das ein bisschen verfolgt, diese ersten Tage? Ich hab's verfolgt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sehr viel Geld verloren. Ich hätte zwei Dinge, hätte mich beim Wetten verdauen in der Woche. Erstens, dass Schrambeck, Köstinger und Raab das überleben. Ganz ehrlich, da hätte ich echt viel drauf gesetzt, dass man sagt so, und ich stimme dem zu, ich glaube, wir haben einen Übergang von Türkis auf ÖVP und das sind aber drei Damen, die tatsächlich nur sehr türkis sind. Das Zweite, kurz zu sagen, ich hätte nie geglaubt, dass Kultur in Wien vor der Gastro öffnet. Das war das Zweite, wo ich viel Geld verloren habe. Wie habe ich ihn näher mal erlebt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe weniger danach, was Personen, ob sie freundlich, höflich, charmant oder was auch immer sind. Mir geht es immer darum, was an Taten da sind. Und ganz ehrlich, von Herrn Nehammer haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Das Einzige, was ich für sehr vernünftig halte, ist zu sagen, auf die Frage, wird es einen nächsten Lockdown geben, wo er sagt, kann ich euch noch nicht sagen. Schauen wir, dass wir, wann er kommt, mit möglichst geringen Zahlen kommen. Ich glaube, das hat er gelernt, diese apodiktischen Aussagen, wir sehen das Ende der Pandemie, die Pandemie ist hinter uns und so weiter, was tatsächlich, oder auch der Spruch, die nächsten 14 Tage sind entscheidend und das ein halbes Jahr lang. Ich glaube, diese Aussagen, da sage ich jetzt, das war sehr viel Politikergewäsch. Ich glaube, die Leute erwarten sie, wenn ein Politiker sagt, und das ist etwas, ich komme aus der Wissenschaft und es gibt Dinge, die, ich kann viele Dinge erklären, aber es gibt Dinge, wo ich sagen muss, Kinder, wir wissen es nicht. Wenn mir jemand fragt, aber diese Ehrlichkeit ist so wichtig. Und das ist so wichtig. Ich glaube, dadurch hat der Herr Nehammer wahnsinnig viel dazu gewonnen, dass er sagt, Freunde, wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie, es gibt Sachen, die wir bis heute noch nicht wissen. Das habe ich jetzt sehr angenehm empfunden. Das ist sozusagen durch die Interviews, die in den diversen Zeitungen abgedruckt gewesen sind, sichtbar geworden. Hat mich beeindruckt, dass er nämlich zum Thema Austrofaschismus als erster Parteichef der ÖVP auch sehr klare Worte gefunden hat, was wichtig ist. Ja. Das habe ich positiv auch mitbekommen. Ja. Mhm. Jetzt kannten Sie Sebastian Kurz in der Zusammenarbeit, Karl Nehammer als Generalsekretär, logischerweise nicht als Regierungsmitglied noch, weil er erst nach der Regierungszeit der FPÖ dann in die Regierung gewechselt ist. Aber wie unterscheiden sich denn die beiden in Ihrer Wahrnehmung, die Sie von den beiden haben? Na, was ich gemerkt habe, ist, ich habe den Nehammer eigentlich vorher nie lachen gesehen. Seitdem er Bundeskanzler ist, lacht er und ist lockerer geworden. Also es zeigt, er ist irgendwo angekommen, würde ich jetzt einmal sagen. Ja, eine gewisse Lockerheit ist spürbar. Unterscheiden, das sind natürlich völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Ein Sebastian Kurz, und da muss ich natürlich auch korrekt beleuchten, ich habe ihn ja kennenlernen dürfen, habe mit ihm zusammengearbeitet. Der war mir gegenüber immer freundlich bestimmt, nicht unsympathisch, ja, aber halt hochprofessionell, vorbereitet, du hast nicht den Eindruck gehabt, da ist irgendwie eine menschliche Emotion da. Das war fast schon so perfekt, dass es unheimlich war. Als Teflon-Kanzler. Teflon-Kanzler, da ist alles abgeprallt, habe ich auch bei den Fernsehdiskussionen auch bei Ihnen erlebt. Bei einem Thema war er nicht so rund, das war damals mit Silberstein. Ne? Da ist er ziemlich nervös geworden und hat sogar angesprochen, dass ich nur nach Ibiza fliege, ne? Was im Nachhinein auch spannend war. Aber er ist eine völlig andere Persönlichkeit als der Nehammer. Der Nehammer, ja, der hat den Bundesheerzugang, du merkst es ein bisschen von der steiferen Art, die er gehabt hat, jetzt wieder lockerer, das ist gut. Und ich glaube, dass der Nehammer in seiner Art ein jovialer Mensch sein kann, das noch ein bisschen versteckt, weil er natürlich auch da unter einer großen Herausforderung steht, aber hineinwachsen kann. Ja. Ich glaube, wichtig ist das Zusammenführen in der Gesellschaft wieder, nämlich zum Thema der Spaltung der Gesellschaft, die wir erleben. Und das ist das, was mir Sorge macht grundsätzlich, weil wir so eine Zuspitzung erleben, auch bei dem Thema, das wir vorher diskutiert haben, was nicht gut ist für die Gesellschaft. Kann ihm das gelingen? Kann er ein Kanzler für alle werden? Kann er vielleicht sogar ein Kanzler der Herzen werden oder nicht? Das sind die Daten, die jetzt die nächsten Wochen entscheiden. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, und da muss man wirklich, wir haben früher die Regel gehabt, wenn ein neuer Minister oder Kanzler kommt, lasst sie am 100 Tage. Die ersten 100 Tage. Und das würde ich jetzt auch für den Herrn Nehammer geltend machen. Das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ich bin ja nicht so nahe an der Politik, wie ihr zwar,
Aber ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen geredet, die aus dem Krisenstab kommen, und die haben gesagt, na, wir haben uns wertgeschätzt gefühlt. Das war das erste Mal, dass der gleich am nächsten Tag gesagt hat, wo sind meine aus dem Beraterstab. Und das war ein Total, wo er gesagt hat, ja, der hat zugehört, der hat sich was sagen lassen, der hat darüber nachgedacht. Was er jetzt daraus macht, ist eine andere Geschichte. Und ich muss auch sagen, jeder, der in dieser Position oben ist und Minister ist, ich sage mal mit ein paar Ausnahmen, ist so professionell, dass er Kanzler kann. Eine Ausnahme, muss ich sagen, haben wir gehabt, das war der Herr Schallenberg, wo man echt sagen muss, also mir fallen viele Sachen ein, wo du sagst, wenn du in zwei Monaten was verhauen kannst, aber einfach irgendwelche Unterlagen, die dir jemand auf den Tisch legt, einfach nehmen und am Boden schmeißen. Ich schmeiße auch nicht bei mir daheim irgendwas einmal am Boden. Hat er sich aber entschuldigt? Ja, ja, das ist sehr schön, aber es zeigt, welchen Geisteskind jemand ist, weil wenn ich, es gibt Dinge, für die einem wirklich passieren, aber passieren tun nur die Dinge, die auch im Geist. Was mich überrascht hat, ist, dass er ja die hohe diplomatische Schule als Bundeskanzler nicht gelebt hat. Und das war wirklich verwunderlich, weil da kommt ein Diplomat, der im Außenamt wirklich eine führende Rolle hatte. Außenminister war ja als Beamter eine Vorgeschichte. Und dann in so viele, ich sage, diplomatische Fettnäpfchen hineinspringt. Das kannst du normal gar nicht aufstellen, solche Fallen, in die der hineingehupft ist. Und das war spannend. Und es war auch eine gewisse, und das, glaube ich, hat ihm gar nicht gut getan, diese Arroganz, die man ihm angemerkt hat. Dieses über den Menschen stehend, über den Bürger stehend. Ich bin jetzt Chef. Ja, genau. Und da möchte ich jetzt nicht den Begriff verwenden, der da in den Chats vom Schmidt aufgetaucht ist, aber den Eindruck hatte man, das eine ist der Pöbel, und da gibt es dann bessere. Und wenn man so einen Eindruck hinterlässt, dann ist das nie gut, und das hat ihm natürlich massiv geschadet. Kommen wir noch abschließend zur Opposition, weil, obwohl die ÖVP jetzt, der muss man sagen... Sind die Grünen dabei oder nicht bei der Opposition? Also ich hätte sie jetzt zur Regierung gezählt, aber Sie können sie gerne dazu nennen. Aber die Opposition kommt nicht wirklich vom Fleck, muss man sagen. In den aktuellen Umfragen liegt die ÖVP jetzt wieder gleich auf mit der SPÖ. Die SPÖ kann nicht wirklich an Terrain gewinnen. Bei der FPÖ hat man überhaupt das Gefühl, die überziehen derzeit extrem in der Corona-Tonalität und verschrecken auch den einen oder anderen Wähler. Was macht die Opposition falsch? Gut, also falsch. Es ist immer, wir sind in einer Pandemie. Und erst am Ende des Tages, und der Ende des Tages ist der nächste Wahlabend, wo wir dann da sitzen werden und sagen, wer hat es richtig gemacht und wer hat es falsch gemacht. Und da ist noch viel Zeit. Und schauen wir mal. Wenn ich jetzt die einzelnen Personen oder besser gesagt Parteien, und da würde ich auch die Grünen sehr wohl andiskutieren. Die Grünen sind jetzt natürlich in einer Position, dass sie vom Nehammer das Weiße aus den Augen rausnehmen können. Ich sage nur Lobautunnel. Das wird nur eine wüde Geschichte, das wird nur ein Moria-Sondergleichen für beide. Und da schauen wir, da bin ich sehr gespannt, was in zwei Monaten ist. So, und jetzt zu den Einzelnen. Ich glaube, der Herr Kickl hat sich in einer Fundamentalposition einbetoniert, wo eigentlich keine einzige Partei vernünftigermaßen mit ihm in eine Regierung gehen kann. Das wird sie nicht spüren. Also außer wir haben in drei Jahren Nationalratswahlen, wo Corona wirklich im Rückspiegel ist, dass du sagst, so, das haben wir nicht mehr, und das Thema nicht mehr diskutiert wird an Impfpflicht, Entwurmungsmittel und so weiter, dann ist es realistisch. Alles bis dorthin ist undenkbar. Also da kann man nur eine Viererregierung vorstellen, bestehend aus NEOS, Grüne, SPÖ und ÖVP, bevor der Kickl Kanzler wird. Das ist unvorstellbar. Die Frau Reisinger, glaube ich, macht das, was sie immer kann, brav fürreden. Und die Pamela Rendi-Wagner, ich sage es einmal so, ich glaube, da gibt es schon eine Strategie, die dahinter ist, und ich würde sie nicht unterschätzen. Denn eins möchte ich da schon anmerken, das ist jetzt als Sozialdemokrat, wer hätte vor ein, zwei Jahre gesagt, die gibt es noch. Und das musst auch mal, und ich sage immer zum Kanzler Werner Faymann, der 7 Jahre sehr souverän für Österreich, viele Krisen, für die er nichts China hat, durchgebracht hat, aber die 7 Jahre Kanzlerschaft waren nicht sein Problem. Die 13 Jahre Wohnbaustadtrat, wo die eigenen Leute das Problem waren. Und das hat bisher Pamela Rendi-Wagner souverän überlebt. Und wenn du diese paar Jahre mit den eigenen Leuten so überlebst, dann überlebst alles, nämlich vor allem die Konkurrenz. Da möchte ich anschließen, weil das ist durchaus richtig analysiert. Ne? Und ich bin Sozialdemokrat. Und ich als Nicht-Sozialdemokrat muss dem beipflichten, weil ich habe ja viele Sozialdemokraten kennen und auch einige schätzen gelernt, unter anderem den ehemaligen Klubobmann Schad, mit dem ich immer sehr gut, eine sehr gute Gesprächsebene hatte und auch viele Untersuchungsausschüsse gemeinsam sicherstellen konnte in der Opposition.
Die Randy Wagner hat etwas geschafft, was ihr niemand zugetraut hat, nämlich in der Schlangengrube Parteipolitik zu überleben. Und wir wissen alle und haben es verfolgt, dass es da einige gab, die sozusagen die Nacht der langen Messer schon mehrfach inszeniert haben. Und das muss man überstehen. Das spricht für ihre Standfestigkeit, spricht für ihren Willen und ihr Wollen, ja, und den Zug sozusagen, sich da durchzusetzen. Ja. Also das muss man absolut respektvoll anerkennen. Ich möchte jetzt nicht auf politische Inhalte eingehen, sondern das zeigt einfach ihre Standfestigkeit, die sie hat und sich nicht einfach wegschubsen lässt. Das ist, so gesehen sage ich, das hat eine gewisse Qualität. Ja. Bei den anderen Parteien sage ich Neos beipflichtend, ja, die müssen halt irgendwo auffallen. Es fehlt mir einfach der Matthias Stolz, ich sage es ganz offen, der war zwar immer hyperaktiv wie ein Duracell-Haserl, ja, aber der war witzig, der hat einen Schmeck gehabt, der war wirklich bereichernd auch, ja, das fehlt ein bisschen. Bei den Grünen, ja, die werden natürlich versuchen, weiter jetzt den Koalitionspartner in der schwierigen Situation, ich sage jetzt ganz bewusst, zu pressen und thematisch da oder dort für sich etwas herauszuholen. Versuchen. Die Frage wird sein, inwieweit der Nehammer dem überhaupt entsprechen kann. Und da, glaube ich, wird es zu einer Zuspitzung kommen. Ne? Auch in der gesamten Asylfrage und Grenzschutzfrage, auch Lobaufrage, das ist meiner Meinung nach schon auf Wahlkampf angelegt. Und ich habe den Eindruck, es riecht nach Neuwahlen nächstes Jahr im April spätestens, ja, oder Mai. Es riecht danach. Ja, und da bereiten sich schon alle Player vor. Und ja, das tut mir im Herzen weh, dass meine freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft, ich sage jetzt ganz bewusst, thematisch in vielen Bereichen sich richtig positioniert, ja, aber die Tonalität macht es manchmal aus. Ne? Es ist eine Frage, die Tonalität macht es aus. Ich glaube, bei allen unterschiedlichen Positionen ist es trotzdem wichtig, respektvoll, ich sage, mit dem politischen Mitbewerber umzugehen, respektvoll zu diskutieren und gewisse, ich sage jetzt, Zuspitzungen und Überspitzungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich nehme mich nicht aus, ich habe das auch gemacht, ja, 2005 beginnend, aber ich glaube, ich habe mich in den 14 Jahren als Parteichef da oder dort weiterentwickelt und ich glaube, das würde auch gut tun, wenn das stattfindet. Ganz zum Schluss noch ein aktuelles Thema, über das derzeit viele sprechen, ist der Auftritt von Roman Raffreider in der Nacht-ZIP am Dienstagabend. Augenscheinlich war er beeinträchtigt, ob er betrunken war oder Beruhigungsmittel genommen hat, gibt es derzeit unterschiedliche sozusagen Vermutungen. Er selber sagt, er hat Beruhigungsmittel genommen. Nichtsdestotrotz gibt es einen familiären Schicksalsschlag, der dahinter steckt. Sein Vater liegt auf der Intensivstation augenscheinlich oder anscheinend. Wie sehen Sie denn das? Richtig, dass der ORF ihn suspendiert hat, weil er eben in so einer Situation und so quasi vor die Kamera getreten ist, wie er eben vor die Kamera getreten ist? Oder muss man da ein Auge zudrücken und sagen, das ist eben menschlich in so einer Situation? Also ich habe volles Verständnis zu ihm. Nicht nur als ich bin ein Betroffener. Nicht nur als ich bin ein Betroffener. Mit Alkohol habe ich gute Erfahrungen. Ja. Oder schlechte. Ja. Aber dazu muss man auch stehen. Ja. Ich finde es zutiefst menschlich. Ja. Und ich sage, wir sind alle Menschen, wir alle machen Fehler. Und ich glaube, sowas kann gerade in solchen Ausnahmesituationen passieren. Vater liegt auf der Intensivstation, irgendein ihm nahestehender Mensch dürfte verstorben sein, er hat die Nachricht gekriegt. Ich glaube, das kann jeden Menschen aus der Bahn werfen. Was auch immer jetzt der Hintergrund war, ob Alkohol oder irgendwelche Medikamente. Ich habe es ja fast schon lebenswürdig empfunden. Das war, eigentlich ist es legendär, das geht in die Geschichte des ORF ein. Ja. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte und eine Marke. Was ich bedauerlich finde, ist, wo waren die Kollegen, ne, die es mitbekommen haben müssen, der Kameramann oder wer, ja, da, zu sagen, du komm, zieh dich zurück, du bist in einer Ausnahmesituation und wir schauen, dass wir das absagen oder einen Ersatz rechtzeitig finden. Das hätte man für ihn tun müssen, um ihn zu schützen. Das hat man leider nicht getan. Ich hoffe, dass der ORF diese Menschlichkeit hat, dass man bei einer Suspendierung bleibt und die dann auch in Folge wieder aufhebt, ja, und eben nicht da weitere Schritte angedacht werden, weil es einfach menschlich ist und Fehler gehören dazu. Ja. Ich stimme dem einmal vollkommen zu. Ich möchte nur vielleicht kurz ansagen, es ist hier eine etwas andere Studiosituation als hier, wo das doch viel etwas familiärer ist. Es ist dort ab 21 Uhr ist dort kein Mensch mehr. Der geht ins Studio ein, sagt zum Tontechniker Hallo, Kameramann schaltet ein und das war's. Also da hast du kaum Kontakte, so wie es da hier ist. Vielleicht eins, und ich gehe davon aus, der ORF, und ich glaube, die sozialen Meinungen, jedem von uns ist schon mal was passiert, und jetzt muss man auch dazu sagen, er hat keinen beleidigt, angepöbelt oder sonst was. Es war eine lallende Stimme. Mein Gott, soll doch in einer Pandemie nichts Schlimmeres passieren? So ist es, ja.
Da ist Deppert, da waren das Klopapier ausgeht. Ich habe den Ausgriff elegant empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ganz ehrlich, ich bin ich gehe davon aus, der wird jetzt bis Weihnachten suspendiert, wo man sagt, du, Richterhamt, deine privaten Sachen. Und dann wird es die Weihnachtsamnestie geben. Das wäre zu wünschen. Und das wird passieren und es wird auch nichts Schlimmes passieren. Also, danke vielmals. Am Ende noch Einigkeit hier. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier bei OE24 TV.